zwar Robert, mein nächster Gast, der war luxussüchtig und er hat seine Luxussucht besiegt und er sagt, er ist heute trotzdem Millionär. Hier ist der Robert. Robert, wie bist denn du aufgewachsen? Ganz normal eigentlich. Ich habe Konditor gelernt, also in Österreich, und bin dann mit 18 nach Deutschland. Ja. Da habe ich ein Fitnessstudio eröffnet. Also es war jetzt nicht so, ich habe keine Eigeneltern jetzt gehabt, jetzt so wie es bei der wäre, aber in der Richtung. Habe da ein Fitnessstudio aufgemacht und habe dann auch mein Erdteil gekriegt. Ja. Also früher, aber sagst du, musst nicht so viel Schulden machen. Und das war sehr erfolgreich, also Erbteil, Fitnessstudio, und ich habe dann ein Immobilienunternehmen gehabt und bin sehr schnell gewachsen. Also in der Richtung, wo du sagst, die Sucht hat angefangen, fängst mit einem kleinen Auto an in der Richtung und geht halt rauf bis zum italienischen Sportwagen, ja, in der Richtung. Das ist schon so Emotionen. Und so wie bei der Vera, muss ich sagen, im Endeffekt war ich einmal so lange glücklich, ja, so, wo man da, also ich hab's gemeint, ich war ja, ja nicht, ich war ja nicht, so lange glücklich, so lange, dass ich es gehabt habe. Also es war man trägt den Reichtum, man sagt, in die Richtung, und vielleicht die Sucht hat sich entwickelt durch Anerkennung, ja, wo man sagt, man stellt den Sportwagen, sage ich mal, jetzt nicht irgendwo hin, wo ein Parkplatz frei ist, es muss ja an der Eisdiele sein, was du sagst, oh. Das war natürlich gefährlich. Es war so gefährlich, so Anerkennung in der Richtung. Für die anderen. Da lebst du für die anderen. Ja, so ein bisschen so Minderwertigkeit, kann man sagen, in der Richtung, und das hat sich halt aufgebaut. Aber Entschuldigung, wieso war da eine Minderwertigkeit? Weil du hattest ja eh Fitnessstudio und Immobilien. Ja, das war so zum Beispiel, sagst du, das möchtest abstoßen, das Auto. Dann rufst du an und sagst, pass auf, das muss weg, ich habe ein anderes Auto gesehen, ja, relativ schnell. Da zahlst du dann mal schnell 7.000 Euro, dass das weg ist, weil es ließ ich auf 3 Jahre, und 2 Jahre war das weg, und da wollte ich das Auto haben. Also immer relativ schnell, wieso dass sich das so entwickelt hat. Also, keine Ahnung. Aber du wolltest das zeigen, dein Geld. Du wolltest das, so wie der Edgar sagt, die anderen sollten sehen, wie reich du bist. Ja, sowieso. Ja? Und sowieso. Aber auch von dir aus war die Sucht da, immer mehr zu wollen, mehr zu zeigen, mehr zu haben. Das hat ja nicht aufgehört. Die Sucht, bis natürlich der schnelle Wachstum von Geld und was sagst du, Autos, Luxusuhren, Luxusurlaube in der Richtung, hat sich so aufgestaut. Das ist so schnell gegangen, dass, ich sag mal, erzähle, vielleicht kann es jeder verstehen, dass das irgendwo hinten geblieben ist, in die Richtung. Und bis zum absoluten Zusammenbruch. Also es war im Endeffekt 150.000 Euro minus, logischerweise, am Konto, kein Arbeitsauto ist abgeholt worden, kein Auto. So, und so sage ich, ja, was macht man jetzt? Wenn sich jeder Gedanken macht, wenn er in den Zustand ist, was mache ich jetzt? Ja. Und das war ja natürlich dann der Prozess, ich bin ja jetzt viel reicher. Barbara, ja. Ich bin viel reicher, und auch liebe Zuschauer, ich bin viel reicher wie vorher. Und darum ist das, habe ich gesagt. Na, was war dann? Dann haben sie dir alles genommen, weil du so viele Schulden hattest. Ja. Und dann, wie hast du wieder gearbeitet? Also es war nächsten Tag, wollte ich aufstehen, stehe um 7 Uhr auf, sowas, und bin nicht aufgekommen. Also ich habe nicht aufstehen können. Es war so wie so ein Zusammenbruch, seelischer. Es war eigentlich seelischer, weil den ganzen materiellen Güter. Ja, Nervenzusammenbruch oder so. Sowas, ja. Und da sagt meine Frau, wieso stehst du gar nicht auf? Sag ich, komm nicht auf. Ja, und dann stehst du auf, dann hast du Übelkeit in die Richtung. Und das war so 14 Tage, 3 Wochen in die Richtung. Ja, ist mir sogar, und dann ist mir eigentlich bewusst worden, irgendwas stimmt da nicht. Also so reich warst du eigentlich. Du warst eigentlich ein armer Kerl. Ganz ein armer Kerl. So verhungert, so ganz wenig. So. Und nach außen geprahlt, ich habe jetzt keine Emotionen zu Geld und materielle Güter. Also, was sagt der Edgar? Ja, weil du das nur für die anderen gemacht hast, jetzt ist diese ganze
Energie, die du investiert hast, in Form von Geld zu den anderen gegangen, aber nicht zu dir. Du hast in Wirklichkeit nicht selbst was gegeben. Gar nicht genießen können. Gar nicht genossen, gar ja, nicht, sondern das war nur Show. Das war ja die Sucht, was Gott sei Dank bekämpft ist, ist so, wenn es Alkoholik ist, fängt mit einem Bier und dann braucht er 10 Bier am Tag. Und so war es halt mit meinen Sachen, es war ja fürchterlich. Es war circa, wenn ich zusammenrechne, 1 Million Euro waren es auf alle Fälle. Aber was? Noch einmal, es war nicht so wie bei der Vera, die zuerst erzählt hat, sie sieht einen Ring und dann vergisst genau. Sie ihn vielleicht. Aber wenn sie immer dran denkt, ne, nach Jahren oder weiß ich nicht, ja, wie das jetzt Monate oder so. Ja, oder Tage. Nein, ich nehme mir Zeit. Monate, ja. Ich habe doch keinen Stress. Dann ist das was anderes, als wenn das so wie in deinem Fall damals sehr schnell gehen musste, ohne dass du da viel gewartet hast. Ne? Nein, ich habe das immer gleich gebraucht. Es ist ja klar, wenn der Banker mal anruft, du pass auf, also irgendwie musst du jetzt langsam an, ich brauche nochmal 10.000. Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, du brauchst nochmal 300 Euro. Ich brauche 10.000, sag ich, pass auf, dein Konto ist früher was, es gibt nichts mehr. Ja. Und dann geht es natürlich relativ schnell. Aber in dem Zustand des Zusammenbruchs, also die Seele ist ja da so greift, wo ich sage, okay, jetzt bin ich innerlich also so reich, ja, dass ich das nicht verlieren kann. Also Sie kennen, Vera, du kannst mit sicher Autos verlieren oder Schiffe oder sonst irgendwas, aber ich kann das nicht mehr verlieren, weil ich habe es ja schon. Also ich bin ja schon reich. Wenn ich reich bin, dann kann ich bereichern. Ich kann natürlich schon das irgendwas innere kaufen. Reichtum. Ja, das ist, und das war ja bei mir nicht da. Ja. Wo ist die Frau geblieben? Die Frau ist noch da. Und die Freunde? Die Freunde sind damals? Die sind weg. Ja, das ist aber klar. Die Freunde sind weg. Es ist so, dass die ich bin seit 1991 schon verheiratet, also die ist immer noch da und das ist natürlich, also ist für mich ist glücklich, also ich bin glücklicher Ehemann, Vater, Opa, ja, ja. Das macht mich glücklich. Gleich erfahren wir, wie man ohne Talent und ohne